Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ich möchte euch ein bisschen hier gute Laune vorheucheln und natürlich alles, was bisher geschehen ist, komplett ignorieren. Deswegen kümmern wir uns heute nur um Rising World. So, kleiner Scherz am Rande, Chat-Test bei White D. Hi White D. Also, gut, der Reperion ist online, habe ich gesehen, aber ich sehe ihn nicht. Ich muss jetzt einfach ganz kurz gucken, wo er... Ach, da vorne, da fliegt er. Da fliegt er. Und seine Rutsche sieht schon nicht schlecht aus. So, lange ist es nicht mehr, bis wir endlich... Bis wir das Update da haben. Für, Wasser. Und, ja. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier weiter verfahren soll. Erstmal mache ich jetzt hier, oh, schön. Mhm. Danke. Erstmal machen wir das so. Also. Wer gestern, beziehungsweise hier bei den lieben netten Leuten im, YouTube-Video. Wer gestern Portal Knights geguckt hat, der wird erfahren haben, dass Portal Knights demnächst zu Ende geht. Ja, ich möchte jetzt auch das nicht weiter groß ausführen. Fakt ist aber, dafür werden noch neue Spiele dann an den Start gehen. Dadurch, dass Portal Knights eher zu Ende geht als Hurtworld, ist es so, dass ich dann bei Portal Knights aufgrund des Namens gleich mit Portal anfangen werde. Hey, wer hätte das gedacht? Und ja... Da ich das damit dann gleich anfangen werde, denke ich mal, ist das doch eine gute Gelegenheit, auch mal über solche Spiele wie Half-Life und Portal Knights zu reden. Das ist heute so mein Thema oder das Thema jetzt erstmal für die nächste Folge oder für diese Folge, besser gesagt, ne? Also, Portal Knights wird zu Ende gehen. Im Hintergrund habe ich dazu erläutert. Doch, kurz dazu... Spieler, die ein Spiel spielen, möchten ja auch irgendwo eine gewisse Herausforderung haben. Bei Portal Knights ist es jetzt so, die Herausforderung ist zwar grundlegend da, aber nur in Form von, ich sag jetzt mal, Geschwindigkeit. Ja. Weiß nicht, White D, warum das da steht. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich irgendwie so von... YouTube oder wie auch immer. So, so, bei Portal Knights, wie gesagt, ist es so, mit dem Strafen, es gibt da keine Strafe. Also wenn man stirbt, dann hat man wieder alles wieder. Ich habe da auch gestern schon lange und breit mit dem Darklink drüber gesprochen. Ja, ich möchte das halt nur als einzigen Grund anführen, weswegen ich das beende. Nicht, weil es nicht spaßig ist, das Spiel ist trotz alledem weiterhin spaßig, aber mir fehlt dann in dem Augenblick auch so ein bisschen dieses, ich sag mal, irgendeine Schwierigkeit. Ja, ihr braucht eigentlich gar nichts machen und dann war's das, ne? Das hier ist jetzt ein Kreativ... Chunk kaputt. Chunk kaputt. Oh, schön. Wir machen einen Chunk kaputt. Schönes Ding. Zack. F10. Und Chunk repariert. Ja, und deswegen, ja, also das ist halt der Grund. Es gibt keine Herausforderung. Das fand ich halt sehr schade bei dem Spiel. Und, ja. Deswegen höre ich damit auf und werde dann Portal starten. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht eigentlich Portal so besonders? Das ist jetzt wirklich die wichtigste Frage. Was macht Portal so besonders? Ich habe mich mal so ein bisschen schlau geguckt, beziehungsweise ein bisschen informiert. Bei Portal ist es ja so, so wie ich das gesehen habe, dass es da um einen Computer geht, der, Mahlzeit Darklink. Es geht da um einen Computer und, dieser Computer macht halt an Menschen Tests und möchte halt deren Fähigkeiten oder austesten, so habe ich das verstanden. Und, der Computer wird dann halt irgendwann wahnsinnig und ja, da muss man diesen Computer halt durch nicht mal mehr durch eine Waffe, sondern durch eine Portalkanone besiegen. Ja, klingt eigentlich alles so sehr unspektakulär und einfach. Ist es aber nicht ganz, weil man anscheinend mit dieser Portalpistole ja jetzt beispielsweise hier ein Portal hinzaubern kann, in diese eine Ecke und dann in die andere. Und dann wirft man da zum Beispiel was durch und das kommt dann da raus. Um es mal so kurz und knapp zu sagen. Anders ausgedrückt, ich werfe hier was rein oder gehe hier durch und komme da rüber, weil hier eine heiße Brühe ist, wo ich nicht rüberspringen kann. Ja, und das ist halt das Knifflige. Es gibt da so viele verschiedene anscheinend Lösungswege und Möglichkeiten. Und das Spiel wurde mir halt zur Verfügung gestellt von dem Darklink. Und an der Stelle könnt ihr euch dann bei ihm für das Let's Play bedanken, falls es euch interessiert. Falls es euch nicht interessiert, dann Flame bitte macht es per Privatnachricht.
Ich jedenfalls freue mich darauf. Das ist mal auch wieder so was Story-mäßiges. Und ja, ich denke mal, das wird ganz interessant. Also, so ist es jetzt nicht. Doch, warum Portal? Warum Portal? Was hat das mit Half-Life zu tun? Portal wurde damals in der Half-Life... Ich weiß gar nicht, ob es Half-Life 2 Engine war oder der Half-Life Engine. Als Mod entwickelt und hat sich dann halt als eigenständiges Spiel herauskristallisiert. Ja? Und bei diesem eigenständigen Spiel wird halt die Half-Life Engine verwendet. Ja? Ist natürlich auch da in der Richtung angesiedelt. Doch in Wirklichkeit hat es, so wie ich das, wie gesagt, mich vorher informiert habe, nicht so tiefgründig was mit Half-Life zu tun, dass das in irgendeiner Verbindung steht. Mittlerweile aber halt auch zu Valve gehört, weil, ja, denen halt Half-Life gehört und die das halt dann gekauft haben. Und dann kam halt dann auch noch Portal 2. So, und ich werde halt jetzt das Ganze dann spielen und habe ja jetzt eh schon das Projekt mit dem Core-TLP in Bezug auf Sven Coop. Ich kann immer noch mal wieder auf die Folge vom Dienstag hinweisen. Eine sehr spaßige Folge und ja, selbst beim Gucken muss ich immer noch ab und zu in Lachkrämpfe aus, ja. Also, ich fand's sehr witzig. Ja, und nette Geschütztürme. Da kann ich ja das Spiel verlassen. Nein, Corti kommt nicht. Da war die Aufnahme am Montag. Genau, also... Ja, Konkurrent von Black Mesa, richtig. Aber halt nicht jetzt so stark in dem Zusammenhang mit Half-Life, lieber Gark, ja. Klar, es spielt im Half-Life-Universum. Richtig, aber jetzt halt, ne? Es ist halt so eine parallele Sache. Ja, das ist so wie, sagen wir mal, The Avengers und dann eigentlich in Wirklichkeit X-Men oder... Ach, X-Men sag ich schon. Ja doch, X-Men gehört ja auch dazu. Spider-Man, X-Men, ne? Das gehört ja alles in diesem Bereich. Und so ungefähr kann man das vergleichen. Das sind dann halt so gesehene Spin-Offs. So. Klar, es zählt in das Universum, aber hat indirekt sehr wenig damit zu tun. Es sei denn, man bringt dann irgendwann nochmal eine Story dazu raus, wo Gordon Freeman dann mit Portalen arbeiten muss. So. Gut, so, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ich weiß nicht, was ich machen wollte, deswegen... Jo, erstmal hier die ganze Erde wegwerfen. Weil die brauche ich wirklich gar nicht, davon habe ich jetzt genügend. Und dadurch, dass ich halt auch mit dem, ich sag mal, Creative Tool arbeite, bringt mich das noch nicht weiter. Gut, jetzt laufen wir erstmal hier die Kanalisation entlang. Und da muss ich ja dafür sorgen, falls Wasser jetzt demnächst kommt. Ich habe jetzt leider noch nicht nachgefragt. Ich wollte es eigentlich kurz vorher machen, aber ich war irgendwie total groggy und so weiter und habe dann deswegen, ja, das Ganze einfach mal gekonnt ignoriert. Habe ich jetzt natürlich keine Informationen dazu, aber ich denke mal, lange wird es nicht mehr dauern. Ja, wie gesagt, einfach mal positiv denken, positiv an die ganze Sache rangehen und dann wird das schon. So. Jetzt brauche ich dann noch die Steine hier. Und dann müssen wir uns jetzt einen Auffangbehälter bauen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mir jetzt genau vorstelle, aber irgendwie werde ich das schon schaffen. Ne? Wird ja wohl möglich sein, hier sowas zu bauen. Und hier liegt ein Haufen Erde rum. Das ist ja cool, wenn man die jetzt so einfach durchgehen bewegen könnte. Das ist ja noch so geil. So eine leichte Kollisionsabfrage. So flupp. Oh, Entschuldigung, ich habe es runtergeschubst. So, zack, zack, zack. Ja, ich weiß, beim letzten Mal wollte ich eigentlich den Zaun bauen. Aber, so, jetzt habe ich bloß halt erstmal doch das andere vor. Und dafür brauche ich dann... So, ich glaube, so sollte eigentlich schon fast reichen. Ich muss eine richtig schöne Treppe bauen. So. Gut, so. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade wieder total konzentriert. Das ist immer ganz interessant. Also, ich kann die ganze Zeit entweder über irgendwelche Themen sprechen oder aber bin total konzentriert. Das ist halt wirklich etwas Schweres. Gleichzeitig reden, gleichzeitig konzentriert hier nachdenken. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Trueplay ist gar nicht intelligent. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Oder multitaskingfähig, das ist einfach wirklich, wie stelle ich mir das bildlich vor, ist dann halt immer die Frage. Und, so, wenn ich das jetzt hier so runterlaufen lasse, zip, müsste das eigentlich funktionieren. Wobei ich möchte eigentlich, dass das hier so... Welcome to my family!
Danke für den Follow. Und ich sehe den Namen leider nicht. Das ist jetzt gerade ärgerlich. Und ich sehe gerade den Chat nicht. Wo ist der Hitbox-Chat? Geht Hitbox? Falls gerade der Hitbox-Chat bei mir nicht geht, dann tut es mir gerade wirklich riesig, riesig, riesig leid. Das ist dann aber wirklich gar nicht meine Schuld. Oh mein Gott. Ich sehe es nicht, weil der Chat davor ist. Verdammt. Ich mache dann gleich, während ich dann mitten in der Aufnahme bin, kein Switch und gucke nach. Ich werde aber dich gleich begrüßen für den Follow. Ja, höchstpersönlich dann in der nächsten Folge. Wenn das jetzt nicht mal zu klein ist, aber egal. Bloß jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil ansonsten, wenn ich jetzt rausgehe aus der Aufnahme, dann ist diese Aufnahme... Ja, für den Hintern, sagen wir es mal so. Ne? Ganz direkt. Also. Ja, jedenfalls, spiele ich ja, wie gesagt, Half-Life mit, dem Corti-LP in dem Projekt Sven Coop. Ja, also auch sein Name wieder auch mit enthalten. Und, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es macht riesen, riesen Spaß. Und, ja, wenn es irgendwann mal Sven Coop auch für, Half-Life 2 geben sollte, dann werden wir auch dort entsprechend vielleicht uns wiedersehen. Ja? Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es ja da wirklich was und dann können der Corti LP und ich das wirklich weiterführen. Wobei er schon gesagt hat, dass er dann anstelle von Sven Coop dann die Mega Man Legacy Collection spielen wird. Ja, also so gesehen hat er mir mein Projekt weggenommen, was ich eigentlich auch gerne mal starten wollte, Mega Man. Aber nun gut, wir wollen halt nicht gegenseitig uns die Projekte wegnehmen, wenn, dann wollen wir zusammenarbeiten und ich sag auch mal so, zusammen groß werden. Mein Inventar ist voll. Das ist schön. Interessiert mich aber nicht. Ja, jedenfalls, es gibt Half-Life 2 Multiplayer. Ja, Half-Life 2 Multiplayer, aber gibt es auch Koop? Half-Life 2 Koop, lieber Darkling. Das ist halt die Frage. Ja, dass man die Story im Koop-Modus erleben kann. Dass es Half-Life 2 Multiplayer gibt, das wissen wir. Ich glaube, das weiß, das ist, glaube ich, so sicher wie das Amen in der Kirche. So. Aber nun gut. Ja, jedenfalls. Okay, Koop. Gut, da muss ich mich nochmal informieren. Das wäre natürlich eine richtig geile Sache, wenn es das da auch geben würde. Das würde das ganze Projekt dann zwar nochmal ein bisschen in die Länge ziehen, was wir vorhatten. Und der Corti-LP würde sein, ich weiß nicht, ob er das dann noch machen würde. Ich muss halt mal gucken, ob er es dann noch macht. Ne? Ich möchte jetzt nicht über den Corti hinweg entscheiden. Wir wussten eigentlich jetzt nichts von dem Half-Life 2 im Multiplayer. Also Sven Koop. Deswegen, wie gesagt, also das jetzt ein Statement zu geben, das wäre jetzt nicht fair dem Corti gegenüber, ne? Muss man ja mal so sagen. Aber okay. Ich werde es mir merken. Synergy heißt das. Okay, gut. Ich werde mir mal das Synergy dann mal angucken. Und dann entsprechend darüber, ja, ich sag mal, ja, urteilen ist jetzt blöd, aber ja, entscheiden. Gegebenenfalls werde ich halt ansonsten, wenn der Corti-EP wirklich gar keine Zeit hat, entsprechend dann das Spiel auch alleine spielen. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, es soll jetzt nicht ein Ding der Unmöglichkeit sein, sondern es geht halt auch darum, ich kann nicht über Corti seinen Kanal entscheiden. Ich denke mal, das kann jeder verstehen. Und deswegen, ja, gut. Vielleicht mache ich es aber auch so, weil ich ja eh ein paar Projekte weniger haben möchte, dass ich entweder Portal Knights oder Hurt World. Okay, Portal Knights ist ja klar. Aber dass ich dann statt Hurt World, weil wir ja auch dann da die Projektzusammenarbeit einstellen und er ja dann auch da für Star Fox Zero spielt, wir dann entsprechend, wie heißt es, ich dann entsprechend im Gegenpart dann mehr Parts von Zelda rausbringe, weil es ja auch zu den gleichen Zeiten ist, wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich bin mir halt, wie gesagt, dann noch nicht ganz sicher. Das muss ich dann halt spontan entscheiden. Bloß gestern ist mir das halt mit Portal Knights einfach bewusst geworden. Ja? So, und bevor ich jetzt hier glorreich weiterbaue, schauen wir erstmal, wie sieht denn das aus. Sieht ein bisschen klein aus. Ich glaube, ich mache das dann doch noch ein bisschen größer. Ich habe ja hier noch massig Platz. Ich meine, wartet. Muss mal ganz kurz gucken. Ich habe hier noch sehr viel Platz. Nach links und rechts, das ist kein Problem, dass ich das noch ausbaue. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, wie immer an dieser Stelle, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.